Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir eine kleine Reise in das Portal-Universum gemacht. Eine, ja, sehr, sehr kurze Reise. Kürzer als ich eigentlich wollte. Aber es ist ja eine andere Sache. Und dann haben wir am Ende noch hier ein bisschen weiter gegraben. Und wir haben jetzt eine Portalkanone. Hier, das ist sie. Und da haben wir hier jetzt ein Portal. Somit können wir ganz schnell nach Hause zurück. Und im Boden festbacken. Das ist ja prima. Reicht das aus, wenn ich den Stein entferne? Ich hoffe ja. Gut. Ja, da muss ich noch schauen, was man da machen kann. Normalerweise hilft es, wenn man einen Block höher das Portal macht. Aber das habe ich ja halt jetzt hier schon. Trotzdem hilft es nicht. Vielleicht einfach nicht so im Sprint durchbringen, weil da, ja, komme ich doch ein bisschen weiter raus als geplant. Gut. Ja, was ich im letzten Part noch nicht erwähnt habe, ist, dass ich auch dementsprechend auch neue Mods hinzugefügt habe. Also, ja, hauptsächlich haben diese Mods mit Porte zu tun, aber auch anderes, zum Beispiel die Türen, die wir da im letzten Part gesehen haben. Das ist eine extra Mod, die nicht nur für Porte ist. Ah, diese ganzen Forge-Multipart-Blocks. Oder hier, diese hier, verschiedene Kuchen, die ich jetzt nicht hier haben möchte. Das war doch eher richtig. Kann man herstellen. Oh, geiler Apfel. Die sind schon so ein bisschen teuer, aber schmecken bestimmt auch richtig lecker. Ja, das hier geht eigentlich noch, drei Enderperlen. Oh, das hier, lecker. Na gut, eigentlich Kürbiskuchen mag ich eher nicht so. Das ist die Mod, The Cake is a Lie. Ja, gibt's ordentlich Zeug. Dann noch halt so eine Türmod oder der Elevator. Oh, ist ja leicht herzustellen. Dieser Fahrstuhl, den wir im letzten Part betreten haben. Halt so eine Türen oder so waren dann auch noch. Ja, gut. Dann werden wir uns mal schlafen legen. Wäre es schon Nacht, aber es ist noch nicht Nacht. Das ist sehr, sehr schlecht. Die Sonne geht irgendwo da hinten unter. Oder nee, da, da. In diese Richtung. Na gut, dann werden wir erstmal noch mal ein bisschen weiterkramen. Wir wollen ja hier möglichst schnell fertig werden. Denn wir sind ja hier schon eine ganze Weile dabei. An dieser Werft. Und müssen wir einfach mal schauen. Gut, wir haben ja hier noch unseren Hammer. Der ist noch kaum abgenutzt worden im letzten Part, da wir halt auch nicht mehr so lange dann hier dran gearbeitet haben. Paar Ebenen in die Tiefe müssen wir ja noch. Das dauert ja noch ein kleines bisschen, bis wir da ganz durch sind. Aber wir haben ja Geduld. Wenn man einfach nur weitergraben. Also wir müssen halt einfach nur weitergraben, weitergraben, weitergraben. Und dann wird das schon. Dank unseres Hammers geht es sowieso viel, viel schneller. Das muss man halt auch noch bedenken. Würden wir das mit einer normalen Spitzhacke machen? Oh, da werden wir Wochen dafür brauchen. Monate vielleicht. Naja, Monate. Keine Ahnung. Aber Wochen auf jeden Fall. So, im Hintergrund läuft ein neuer Soundtrack, der auch mit dazu gekommen ist. Den einen Part, als ich das erzählt habe, dass ich neue Soundtracks hinzugefügt habe. Das stammt aus dem Spiel, was ich gerade nicht sehen kann. Kann ich gar nicht sehen, aus welchem Spiel er stammt. Auf jeden Fall ein mir unbekanntes Spiel. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe halt da reingehört und dachte mir, wow, das klingt sehr, sehr cool. Und ja, wenn ich das jetzt hier nochmal so richtig höre, echt cooler Soundtrack. Soundtrack-Wünsche und so könnt ihr ja mir auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr welche haben solltet. Das ist dann kein Problem. Ich dann gerne in die Playlist mit ein, wenn ihr es wollt. Für jede Art von Vorschlag bin ich sehr, sehr froh drüber. Okay, 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 okay. Sind wir ja bald mit dieser Ebene hier schon mal fertig? Muss ich mal schauen, wie viele Ebenen wir noch vor uns haben. Hat die Erde hier zwischendurch die nervt auch so ein bisschen. Weil wir dann nicht den Hammer einsetzen können. Ah, da kommen wir so wieder raus.
Oh Mann, dass wir mal wieder hier rauskommen. Aber ich sehe schon, dass wir noch einige Ebenen in die Tiefe graben müssen. Oh ja. Aber ich wollte ja so ein Mammutprojekt haben und da muss ich halt jetzt durch. Aber wir sind mit dieser Ebene gleich fertig. Ist hier jetzt in die letzte Reihe bis zur Wand. Dann sind wir damit erstmal durch. Gut. Ja, kommt dann die nächste Ebene dran. Ebene für Ebene. Ja, ja, die Höhlen, die sind auch so ein bisschen störend, wenn man hier immer wieder runterfällt. Einerseits ist es gut, dann haben wir weniger Hohlraum. Andererseits, ja. Okay, für mich bricht jetzt die letzte Woche Berufsschule an. Heute ist Montag, heute ist noch Feiertag, fängt's Montag. Die nächsten 4 Tage muss ich nochmal durchziehen. Mit aufnehmen. Und danach wird's stressig für mich. Oh, kein Bock. Nächsten Sonntag für mich erstmal Erste-Hilfe-Kurs. Dauert den ganzen Tag, also fällt da für mich auch schon mal ein Tag wieder weg. Weil ich muss so einen Erste-Hilfe-Kurs machen, damit ich meinen Führerschein im Sommer machen kann. Das ist auch etwas, wo dann mein Sommerurlaub auch schon so ein bisschen verplant ist, aber was heißt bisschen verplant? So, mein, das wird sich nicht so sehr auswirken auf meine Aufnahmen, denn diese Kurse, die ich dann im Sommerurlaub dann habe, dauern nur 1,5 Stunden pro Tag. Die sind dann früh morgens nehme ich sowieso extrem selten auf. Wirklich sehr, sehr selten nehme ich früh morgens auf. Meistens dann erst mittags. Dann habe ich das letzte Mal früh morgens aufgenommen, also wirklich in die Frühe. Kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich das jemals macht. Doch damals, im Jahr 2015 zur Adventszeit, wo ich früh morgens dann extra aufgenommen habe, um die Adventskerze anzuzünden. Auf dem Server damals. Ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ja, sonst. Naja, früh morgens ist es halt noch. Ich bin noch ein bisschen müde. Manchmal ein bisschen sehr. Häufiger sogar. Da habe ich dann auch nicht so richtig den Bock hier irgendwie zu erzählen die ganze Zeit. Dann eventuell schlafen dann noch meine Eltern nebenan. Das kommt halt auch noch dazu. Manchmal sind sie schon früh genug auf, aber kommt halt auch vor, dass die dann sehr, sehr lange schlafen. Da will ich natürlich hier nicht im Nachbarraum dann schon erzählen und wenn ich hier irgendwie wütend werde, herumschreien, was ich eigentlich fast nie mache. Aber man hört das halt, wenn man dann im Nebenraum ist. Sind halt die 2 Hauptgründe, warum ich früh morgens nicht aufnehme. Meine Aufnahmezeiten, die sind eher so nachmittags und oder abends. Entweder so ab ja, 15.30 Uhr, 16 Uhr so, bis 17.30 Uhr so, circa, denke ich, die Hauptaufnahmezeit. Oder halt abends so ab circa 19 Uhr. Oh, neuer Soundtrack noch. Wieder. Gut, dann ist mein Rucksack hier auch fast voll. Manchmal kommt es halt auch noch vor, wenn ich halt, also gegen Mittag bin ich meistens, oder halb Vormittag. Vormittag bin ich meistens noch bei meiner Modelleisenbahn draußen. Unserem, ja, Werkstatt kann man fast sagen. Nicht ganz Werkstatt. Werkstatt ist nebenan. Auf jeden Fall bin ich da, als meistens früh morgens. Und wenn ich dann halt darauf dann keinen Bock mehr habe, gehe ich halt rein und da kommt es dann auch vor, dass ich auch mal mittags aufnehme. So häufiger mal so, dass ich dann einfach mal einen Part aufnehme. Zum Beispiel heute, am heutigen Tag habe ich da Paper Mario aufgenommen, einen Part. Ah,
Ah, dann, da ist zum Beispiel dann nicht die Zeit für größere Aufnahmesessions. Zum Beispiel Minecraft, okay, könnte ich vielleicht einen Part aufnehmen. Aber Minecraft ist es für, mag ich halt lieber, wenn ich da mehrere Parts gleichzeitig aufnehme. Also fällt es schon mal Minecraft so gegen die Mittagszeit schon mal aus. Es sei denn, ich bin wirklich sehr, sehr früh drinne. Vielleicht weil, ja, keine Ahnung, ich einfach keinen Bock habe rauszugehen. Oder im Winter zum Beispiel, dieser Raum wird nicht geheizt. Und dann habe ich da auch wenig Bock, da draußen zu sitzen an dieser Eisenbahn. Ist halt immer so eine Sache. Meistens bin ich dann auch mit meinem Vater draußen. Wenn er zum Beispiel keine Zeit hat, okay, dann sitze ich alleine da draußen. Macht auch nicht immer so Spaß. Dann bin ich halt auch drin, da sage ich, okay, ich gehe rein. Nehme ich halt ein bisschen was auf. Bin ich dann auch ein bisschen produktiv. So, mein Hammer ist kaputt. Wo ist denn das Netherportal? Netherportal, das ist halt Portal halt. Da oben habe ich das gesehen. Nicht Netherportal, also Normalportal. Also was ist denn? Meine gekrönten Kartoffeln gehen auch schon fast alle. Okay, interessant. So, ganz normal durchbringen. Wunderbar. Können wir gleich hier hingehen. Den Hammer reparieren. Okay, dazu brauche ich erstmal Obsidian. Dazu brauche ich erstmal Inventarplatz. Und hier dann rein. Wir müssen bald auch Obsidian holen. Gut. Das war's jetzt da. Gut, Obsidian könnte ich theoretisch auch drinnen lassen, aber nö. Dann gehen wir ganz schnell zum Lagerhaus. Dann würde ich da jetzt so weitermachen. Dann würde auch bald meine Rucksäcke voll sein. Das wäre eher nicht so schön. Was ich auch mal machen könnte, ist bald mal größere Rucksäcke machen. Ach, interessant, diese Türmod, die ich eingefügt habe, die bewirkt auch, dass die Türen jetzt langsam aufgehen und zugehen. Und hier auch so eine, ja, anders aussehen, so ein bisschen am Rand. Ach, cool. Nach der Mod hatte ich nämlich schon mal gesucht. Ich wusste, dass es die gibt. Nur ich wusste nicht, wie die heißt. Okay, gut. Umso besser. Okay, ah, die Portalkanone. Nee, die wollte ich nicht hier rein machen. So, einfach mal hier alles rein und weiter geht es. Und noch der Rest hier. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Na gut, die Portalkanone brauche ich jetzt erstmal nicht. Oh, es ist Nacht, sehe ich gerade. Na gut, gehen wir erstmal schlafen. Jetzt ein bisschen ungewohnt mit den Türen, so, wenn die so langsam auf und zu gehen. Ist das auch bei den anderen Türen so, hier? Da ist mir das, glaube ich, nicht aufgefallen. Genau, hier ist es nämlich nicht so. Weil es halt von der Mod ist. So. So, Portalkanone können wir ja theoretisch auch hier dann drauf tun. Nur, da wir ja immer tiefer graben und tiefer graben, brauchen wir halt, oder müssen wir halt das Portal dementsprechend auch immer tiefer setzen. Dann nehme ich lieber die Portalkanone mal mit. So, jetzt geht es wieder zurück. Und es ging viel schneller, als wenn wir jetzt hier irgendwo jetzt herumlaufen. Viel, viel schneller. Und wir können ganz schnell hier weitermachen. Ach, hier ist ja noch Kies. Er kriegt mir wenigstens ordentlich viel Kies. Immerhin. Da wäre solche
verbesserte Schaufel nicht schlecht. Aber naja. Das kommt halt auch noch alles mit den verbesserten Werkzeugen. Wir werden die eines Tages wirklich noch aus dem besten Material herstellen, dann verbessern und so weiter und so fort. Das werden wir alles noch machen. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt dies und jenes. Nur dazu muss ich erstmal so ein bisschen die Zeit finden. Erstmal sind wir hier am Bauen. Wir sind ja dann auch noch auf Netatur diese Erze abfahren. Aber vorher hatte ich ja... Wow, was ist denn das jetzt für ein Leck? Keine Ahnung.